Hallo liebe PCE-Freunde, mein Name ist Markus Hümmelke, ich bin Techniker bei der PCE Deutschland GmbH und würde Ihnen ganz gerne heute mal unser PCE VE350N vorführen. Schöner an dem Gerät ist eigentlich, ich habe einen Schlauch, den ich vorne bewegen kann mittels einem Rädchen, das heißt, den kann ich von links nach rechts bewegen. Und hier habe ich halt eben die Möglichkeit, so wie wir das jetzt hier machen, beim Motor einfach reinzugehen und kann mir dann zum Beispiel die Ventile anschauen. Wir haben bei diesem Gerät eine Auflösung von 640x480 Pixel. Schön hierbei ist, ich kann direkt ein Foto machen oder ich kann auch ein Filmchen drehen. Das heißt, ich kann mir die Sachen im Nachhinein am PC mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder mit einem Videoabspielprogramm anschauen. Das Ganze ist ein JPEG-Format, das Filmchen ist ein AVI-Format. Das heißt, ich brauche also keine spezielle Software, um mir das hinterher anzuschauen. Wir haben bei diesem Gerät eine Schlauchlänge von 1 Meter. Vorne sind mehrere LEDs verbaut, die ich am Handgerät halt steuern kann. Das heißt, je nachdem, wenn ich in irgendwelche hellen Sachen reingehe, brauche ich es nicht. Wenn ich aber so wie hier in den Zylinder reingehe, ist es natürlich sinnvoll, das Ganze mittels den LEDs zu beleuchten. Und ich kann mir das dann wunderbar anschauen. Vom Durchmesser her haben wir einen 6 mm Schlauch. Das heißt, wir kommen also ohne Probleme durch die Zündkerze oder beim Diesel durch die Glühkerze in den Motorraum rein. Wie man sieht, kann man schön mit dem Rädchen das Ganze bewegen. Was ich noch habe, ist eine Feststelltaste. Das heißt, wenn ich das Ganze irgendwo in einer Position verharren möchte, mache ich einfach den roten Clip zur Seite und er bleibt in der Position stehen, wie ich es eingestellt habe. So, ich würde Ihnen jetzt mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir das jetzt in den Zylinder einführen. Führen das Ganze mal vorsichtig ein. So. Und haben dann die Möglichkeit, im Zylinder vorne die Spitze von links nach rechts oder seitlich zu bewegen und können uns dann halt eben, wie wir es hier haben, den Zylinder anschauen. Die Zylindertaschen können da halt eben schauen, ob da irgendwelche Deformationen am Kolben sind. So wie man hier anscheinend sieht, ist das Ventil oben auf den Kolben aufgeschlagen. Was natürlich schön bei dem Gerät ist, dass ich den Schlauch ohne Probleme tauschen kann und bin dann halt eben sehr flexibel damit. Ich würde das einfach mal demonstrieren, den alten Schlauch abmachen, neuen draufstecken und schon ist das Gerät direkt fertig zum Einsatz. Hier habe ich jetzt einen speziellen Schlauch drauf, also einen Hyperion-Schlauch. Der nimmt ein bisschen die Spiegelung aus den Bildern raus. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.